Die Hamburger Company Tour heute am 26. Mai und es geht darum, dass die Studenten die Gelegenheit bekommen haben, drei Unternehmen an einem Tag kennenzulernen. Durch den demografischen Wandel ist es einfach so, dass es immer weniger jüngere Leute gibt, immer weniger Berufseinsteiger einfach insgesamt. Und deswegen wird der Markt da für uns einfach enger. Wir freuen uns natürlich, dass es so gut angenommen ist. Wir haben ja gerade eine Unternehmensvorstellung gehört und ich bin hier, weil ich auf der Suche nach einem Arbeitgeber nach meinem MBA-Studium bin und habe die Hoffnung, dass ich hier also entweder ein Trainee-Programm finden kann, was mich interessiert und meinen Neigungen entspricht und möglicherweise auch noch eine Masterarbeit hier zu schreiben. Wir machen jetzt eine Art Kaffeeverköstigung. Also das, was der Einkäufer Kaffee sonst wohl immer im täglichen Leben macht, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen nach. Ja. Ja, also es war jetzt sehr unterschiedlich. Ich hatte zwei verschiedene Kaffeesorten probiert. Die eine stand auch der Name dran, intensiv. Da war es wirklich sehr bitter, sehr kräftig. Und der andere war irgendwo süß und schmeckte so ein bisschen rauchig. Ein bisschen wie ein Barbecue. Es geht darum, viele gute Studenten kennenzulernen. Es sind ganz tolle Studenten dabei. Wir kommen gut ins Gespräch. Und es sind auch genau die Studenten, die wir eigentlich haben wollen. Sehr positiv ist der erste Eindruck. Ich denke schon, dass ich hier fündig werden kann. Es sind 3, 4 Punkte angesprochen worden, die mir sehr liegen. Die Leute haben mir sehr gut gefallen. Es scheint eine gute Unternehmenskultur zu sein. Mal sehen, wieso nicht.